Mit einem Land Rover auf der Suche nach versteinerten Relikten, vielleicht sogar nach Dinosauriern. Der Museumspark Rüdersdorf bietet Erlebnisse fast wie bei Indiana Jones. Vor 240 Millionen Jahren war das hier ein großes Meer. Jetzt kann man hier Fossilien finden, ein Familienabenteuer. Also erstmal ist das spannend, mit so einem Jeep durch die Gegend zu fahren. Das macht Krach und das staubt und das wirft die Leute durch die Gegend. Spannend sind natürlich immer die Geschichten, dass wir hier einen Dinosaurier gefunden haben, den man in unserer Ausstellung auch sehen kann. Der Notosaurus, der komplett gefunden wurde, so ein Flugsaurier. Und das ist natürlich das, was Kids total spannend finden. Der Dino wird natürlich vor der Tour besichtigt. Detlef Forker ist der Guide dieser Gruppe und zeigt, was es im Steinbruch alles gibt. Was man selbst gefunden hat, darf man mitnehmen, so viel man tragen kann. Ja, das gehört einfach mit zur Strategie des Museumsparks, dass jeder ein Stück als Referenzobjekt sozusagen zu Hause hat und sagen kann, hier habe ich den Beweis in Stein, dass ich in Rüdersdorf war. Im Steinbruch wird dann gehämmert und gewühlt, keiner geht hier am Ende leer aus. Es macht Spaß und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir was richtig Schönes, Spektakuläres finden. Und tatsächlich. Boah, guck mal, Mama. Oh. Das ist cool. Groß. 8 kleine Muscheln. Ein Erfolg für die kleinen und großen Schatzjäger in Rüdersdorf.